Wir werden uns heute wieder ein Shelly-Gerät angucken, und zwar den Shelly HT. HT steht in dem Fall für Humidity und Temperature, also Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Wir werden das Gerät über MQTT dann mit dem Logsberry-Server verbinden und dann von da aus die Werte an den Miniserver schicken, dass wir die dann in dem Miniserver haben, um damit Logiken zu schalten oder die Werte einfach nur anzeigen zu lassen. Und nach dem Intro geht's los! Damit hallo zum heutigen Video. Ja, der Daniel aus der Community war so nett und hat mir die Geräte zugeschickt, weil er wissen wollte, wie man die Geräte in Logzone einbindet, am besten über den Logsberry-Server mit MQTT, und genau das werden wir uns heute anschicken. Das heißt, vielen lieben Dank, Daniel, dass du mir die Geräte zur Verfügung gestellt hast. Das ist natürlich für die Community und für das Video super praktisch, und an der Stelle dann vielen lieben Dank, dass du das möglich gemacht hast. Wenn ihr ganz nett seid, schreibt ihr einfach mal in den Kommentaren "Danke, Daniel". Dann noch schnell der Hinweis, dass es keine bezahlte Werbung ist. Ich kriege dafür kein Geld, dass ich das mache. Ich mache das aus freien Stücken, auch wenn ich das Gerät jetzt nicht selber bezahlt habe, sondern ausgeliehen bekommen habe. Das ist aber für euch natürlich praktisch, weil ihr euch dann das Gerät einfach mal anschauen könnt. Wir werden jetzt den Shelly mit Strom versorgen und dann die Ersteinrichtung machen am Rechner. Das heißt, wir werden uns mit dem Gerät verbinden via WLAN, können dann die WLAN-Einstellung vornehmen, dass es sich mit unserem WLAN hier zu Hause verbindet. Und wenn wir das gemacht haben, können wir hingehen und können das Gerät dann ganz normal konfigurieren. Wir werden dann alle Einstellungen mal kurz beleuchten, was die eigentlich bedeuten, was man da einstellen kann, dass ihr halt einen Überblick dafür kriegt, wie sinnvoll das Gerät eventuell für euch sein kann. Und wenn wir das gemacht haben, richten wir MQTT ein oder andersrum. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das in dem Video war. Und wenn wir das dann im MQTT haben, werde ich euch da nochmal schnell ein paar Sachen zu erklären. Und dann haben wir die Werte im Miniserver, werden die anzeigen und dann in der Visualisierung einfach nur darstellen. Ihr könnt natürlich dann, wenn ihr die Werte drin habt, das an die intelligente Raumregelung setzen oder halt einfach, wie ich das jetzt gemacht habe, nur zum Anzeigen, einfach, dass ihr seht, wie warm das in dem Raum ist oder wie viel Luftfeuchtigkeit da ist. Und ja, bevor ich jetzt so viel quatsche, lasst uns einfach das Gerät einbinden und dann sehen wir eh, was da passiert. So, wenn wir uns den Shelly hier mal anschauen, kann man den hier relativ einfach aufdrehen. Und wenn ihr den aufdreht, seht ihr, dass ihr hier eine Batterie einstecken könnt. Da wäre jetzt die Batterie von der Größe. Das ist halt so eine, sieht so aus wie so eine AA-Batterie, aber nur die halbe Länge ungefähr, die man da dann einlegen kann. Ich werde das jetzt aber mit Strom betreiben, weswegen ich die Batterie nicht einlege. Und das ist im Prinzip schon der ganze Sensor. Das Zusammenbauen wieder ist ein bisschen fummelig, aber das kriegt ihr bestimmt hin. So, dann können wir den einfach mit USB bestücken. Das ist ein ganz normaler Mini-USB, glaube ich, oder Micro-USB. Fragt mich nicht, welcher das jetzt ist. Und wenn ihr den eingesteckt habt, dann funktioniert er. Hier unten sieht man noch, dass man da ein kleines Loch hat, wo dann ein Button versteckt ist. Das heißt, wenn ihr den mal zurücksetzen wollt oder irgendwas, könnt ihr da einfach mit einem kleinen Draht oder irgendwas reingehen. Und dann sollte sich das Gerät eigentlich zurücksetzen und die WLAN-Verbindung aufmachen. Und genau das, ich hatte den jetzt schon eingelernt, das werden wir jetzt mal machen. Das ist natürlich nicht lang genug. Ich behelfe mich jetzt einfach damit, dass ich die Batterie jetzt eingelegt habe. Ich benutze jetzt dann doch die Batterie. Und dann haben wir hier Zugriff auf den Knopf und können den jetzt einfach für 10 Sekunden drücken. Und die LED sollte dann einfach genau blinken. Und das bedeutet, dass er jetzt eigentlich im Einlernmodus ist. Und da schauen wir jetzt mal am Rechner, ob das funktioniert hat. Hier können wir dann via WLAN einfach uns den Shelly HT suchen. Das sollte eigentlich angezeigt werden. Wenn nicht, könnt ihr über andere Netzwerke einfach mal schauen, ob ihr den findet. Der sollte jetzt auftauchen. Könnt euch mit dem dann verbinden. Und wenn das geklappt hat, schauen wir noch mal schnell in die Netzwerkkonfiguration nach. Zeige ich euch noch mal ganz kurz von vorne. Das heißt, hier auf Netzwerk sehen dann hier, wir sind mit dem Shelly verbunden, gehen auf Advanced und dann TCP/IP und sehen jetzt hier, dass er eine IP-Adresse bekommen hat. Das heißt, es hat funktioniert. Dann können wir das zumachen, gehen in den Browser und geben jetzt hier die Adresse 192.168.33.1.
1 ein. Das ist die Standardadresse für den Shelly und sind jetzt mit dem Shelly HT verbunden. Und als erstes wollen wir natürlich unser WLAN einstellen, dass wir wieder richtig verbunden sind. Das heißt, wir gehen hier über Internet Security, Wi-Fi Mode auf Client, sagen hier, ja, wir wollen den mit dem Internet verbinden, dann halt LoxyLive mein Passwort eingetragen und ich kann das jetzt hier einfach speichern. Und jetzt versucht sich das Gerät mit meinem Netzwerk zu verbinden und ist dann in dem Netzwerk mit der IP, die er bekommen hat, dann verfügbar. Schauen wir dann in Unify rein, ob der sich mittlerweile verbunden hat, und er sollte, wenn er sich verbunden hat, hier eigentlich auftauchen. Wir können es dann nochmal neu laden. Und wir haben jetzt hier unten den Shelly HT95522 drin, hat die IP-Adresse 1010195 bekommen. Das heißt, wir können hier 1010195 eingeben und sind jetzt wieder mit dem Gerät verbunden und das ist bei uns im WLAN. Wenn das Gerät mal nicht erreichbar sein sollte, hilft es einfach mal den Button zu drücken an dem Gerät und dann kommt ihr wieder rauf. Wir gehen dann zu Internet Security, zu Advanced Developer Settings und finden dann hier unten MQTT und können dann hier die Benutzer, also die Daten vom MQTT einstellen. Dadurch, dass der schon eingelernt war bei mir, habe ich das jetzt ja alles schon gemacht. Das heißt, ihr gebt hier den Benutzernamen ein, da das Passwort, die IP-Adresse des Luxberries und den Port. Und hier unten habe ich dann noch gesagt, use custom prefix. Die Daten von hier, die ihr hier eintragen müsst, die findet ihr im Luxberry, wenn ihr hier in das MQTT-Plugin geht, einfach auf Settings. Dann könnt ihr hier runter scrollen und bei Broker müsstet ihr dann hier unten die Daten sehen. Wenn ihr die hier nicht seht, habt ihr hier vielleicht ein kleines Feld, wo steht, ihr müsst die Secure PIN eingeben, dann auf Check PIN und dann solltet ihr die Daten sehen. Localhost könnt ihr natürlich ignorieren, das ist halt nur für die lokale Ausführung von MQTT. Dadurch, dass ihr von extern darauf zugreift, müsst ihr dann die IP vom Luxberry benutzen. Der Port ist 1883. Und das Passwort findet ihr dann hier unten und hier ist der Benutzername. Und wenn das alles eingetragen und gespeichert ist im Sensor, dann sollten wir auch in MQTT dann die Daten reinfliegen sehen. Schauen wir dann nochmal in die Settings vom Sensor. Das heißt, wir haben hier External Power Supply, da kann man jetzt sagen ja oder nein. Wir können die Temperatureinheit einstellen, ob das Celsius oder Fahrenheit ist. Wir können irgendwelche Limits einstellen, den Offset einstellen und das werde ich gleich mal machen, weil ich sehe hier, wir haben hier 29,8 Grad, das ist ganz schön viel. Das heißt, ich sage jetzt hier einfach minus 6, kann es dann einfach speichern und jetzt sollte sich die Temperatur ändern auf 23,8 Grad. Das ist auch noch ein bisschen viel, aber das könnt ihr vielleicht mit einem anderen Sensor dann einfach mal gegenchecken, was ihr da eintragen müsst, damit es bei euch passt. Wir können dann hier noch einstellen, ab wie viel Änderungen er sozusagen aufwacht und dann die Werte übermittelt. Das ist jetzt hier auf 5 eingestellt. Das heißt, bei 5% Änderungen würde er die Daten neu übermitteln. Und wir haben dann auch hier noch einen Offset, den wir setzen können, falls der Wert, der da angezeigt wird, nicht passt. Dadurch, dass ich das jetzt aber nicht weiß, würde ich das jetzt einfach mal so lassen. Ihr habt, wenn ihr auf Actions klickt, auch die Möglichkeit, die Werte via HTTP woanders hinzuschicken. Das heißt, wenn ihr keinen MQTT-Server habt, könnt ihr hier tendenziell sagen, ja, das ist an, gebt dann hier die Adresse vom Miniserver ein. Da findet ihr Dokumentation mit Sicherheit im Netz, wie das funktioniert. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Das würde jetzt aber den Rahmen des Videos sprengen. Und deswegen machen wir einfach alles mit MQTT, weil wenn wir den Luxberry haben, ist MQTT halt super easy. Und das funktioniert. Dann haben wir hier noch Sensor URL Actions. Das heißt, wenn eine Temperatur über- oder unterschritten wird oder ein gewisser Feuchtigkeitswert über- oder unterschritten wird, also eine Warnung, könnt ihr halt da ebenso ganz einfach sagen, hier, das ist an, gibt dann hier den Wert ein, wann es passieren soll und dann die URL, wo das hingeschickt wird. Und dann kriegt ihr sozusagen da auch Warnung. Ja, die Settings an sich sind jetzt erstmal nicht so interessant. Ihr könnt das hier neu starten. Ihr kriegt hier eine Info, könnt ein Firmware-Update machen, einen Device-Namen vergeben und irgendwie die Zeitzone einstellen und so weiter. Ich denke, jeder, der so ein Gerät hat, wird sich damit auseinandersetzen. Und das müssen wir jetzt alles nicht im Video erklären. Schauen wir dann in den Luxberry in MQTT und schauen mal bei Incoming Overview. Und ich filter jetzt hier mal, das ist noch das alte HT.
Und wir sollen jetzt sehen, dass wir hier im Prinzip die ganzen Werte von dem Shelly schon reinflattern sehen. Die kommen jetzt hier alle an. Ich habe halt schon bei den Werten, die ich nicht brauche, gesagt, ich möchte die nicht weiterleiten, weil ich meinen Miniserver damit nicht belasten möchte, dass der immer versucht, die Werte rauszuschicken. Ich weiß auch nicht, in welchen Abständen er das versucht, ob er irgendwann damit aufhört. Deswegen ganz klar, einfach nicht weiterleiten und dann habe ich das Problem nicht. Machen wir dann einen Filter auf die Werte, die okay sind. Das heißt, ich habe hier den HT-Sensor Batterie. Wir sehen da den Batterieprozentwert. Dann die Feuchtigkeit und die Temperatur. Und das sind jetzt einfach die drei Werte, die wir jetzt in die Logzone Config bringen wollen. Und in der Logzone Config ist es dann relativ einfach. Ihr geht hier auf virtuelle Eingänge, sagt hier virtueller Eingang. Jetzt kriegt ihr hier ein neues Feld hinzu. Gehen dann wieder zurück und kopieren uns jetzt hier einfach von der Batterie den Wert und tragen den jetzt hier oben bei Bezeichnung einfach ein, indem wir das einfach da reinpasten. Dann sagen wir, nein, das ist kein Digitalausgang und wir haben hier einen minimalen, maximalen Wert. Bei der Batterie ist es von 0 bis 100, das sollte passen. Die Einheit ist V, weil das ist ja ein Prozentwert. Ich sage dann hier hinter noch Prozent und dann sage ich, ich möchte nur eine Statusanzeige haben und das ist relativ einfach und das war es schon für die Batterie. Ich habe das hier alles schon mal vorbereitet. Ich habe hier die Batterie schon angelegt, ich habe hier den Feuchtigkeitswert angelegt, ihr seht hier, das ist einfach Humidity und hier unten dann die Temperatur, die Einstellungen, die ich hier gemacht habe, sind alle die gleichen, bis auf die Einheit, die ändert sich natürlich und wir können dann diese drei Werte einfach nehmen, in unsere Config hier rüberziehen, der Haken für Verwenden sollte ein sein, können dann in den Miniserver speichern und sollten dann in der Logzone Config schon die Werte sehen. Und wenn wir dann hier in die Config schauen, sehen wir jetzt hier, wir haben die Batterie mit 90%, wir haben die Luftfeuchtigkeit mit 44 und die Temperatur mit einem Schreibfehler bei 23,75 Grad Celsius. Und ihr könnt natürlich jetzt diese Werte von hier benutzen, um an die Heizungssteuerung zu gehen oder eine Batterieüberwachung zu machen. Da habe ich übrigens schon ein Video zu gemacht, wie das funktioniert. Oder, also da sind jetzt eure Grenzen relativ frei und ihr habt die Werte jetzt in Logzone und könnt dann damit tendenziell arbeiten. So viel zum Shelly HT. Ich muss sagen, dass mich das Gerät jetzt persönlich nicht vom Hocker haut. Ich finde die Bauform halt ein bisschen unpraktisch, um es mal eben an die Wand zu machen. Ich muss sagen, dass mir dann die Geräte von Sonoff ein bisschen besser gefallen, weil sie flacher sind, weil sie eckig sind. Die kann man an die Wand tun. Dann sind sie super unauffällig und das ist halt mit dem Gerät ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass dir das Gerät vielleicht viel, viel besser gefällt, weil man das auf den Tisch positionieren möchte oder halt, weiß ich nicht, an den Rechner anschließen möchte mit einem USB-Kabel oder irgendwas. Ja, das ist halt nur meine Meinung und eure kann halt ganz anders ausfallen und das ist auch gut so. Lasst mir doch mal eure Meinung in den Kommentaren da, was ihr darüber denkt. Habt ihr das im Einsatz? Wollt ihr euch das vielleicht zulegen? Findet ihr die Sonoff-Geräte besser oder die Shelly-Geräte besser? Ja, das ist ja auch immer super interessant zu erfahren. Und dann können wir uns da halt ein bisschen austauschen. Ihr seht, dass die Community auch dazu führt, dass man mal eben spontan ein Video über ein Shelly-Gerät macht, beziehungsweise zwei, weil da kommt noch eins. Und der Daniel war so nett, mir einfach die Geräte zu schicken, weil er wissen wollte, wie man das mit MQTT verbindet und weil es bei ihnen einfach nicht funktioniert hat. Wenn ihr beitreten wollt, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, ist das Einfachste, diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, bekommt ihr eine Nachricht, wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe. Und damit wünsche ich euch viel, viel Spaß bei dem, was ihr gerade so Schönes tut in der Welt. Und ich hoffe, dass ihr alle gerade schön mit Glühwein um den Weihnachtsbaum tanzt. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video.